Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Monster Hunter World. Ja, wir sind heute bei der nächsten Waffe angekommen. Schmetterschwert hatten wir gestern und heute kommt das Eisenkatana. Wir können ja mal, ne? Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Genau das. Ja, flüssige... Ja, okay. Ist natürlich nicht ausgebaut in keinster Art und Weise, deswegen werden wir mal schauen, dass ob wir die überhaupt damit überhaupt irgendwas erlegen können heute. Deswegen würde ich auch erstmal schauen. Da war doch noch so eine andere Quest hier. Bei den optionalen Quests. Genau hier. Die Vesporiden. Einfach weil, das ist auch die Wildturmödnis, ne? Sehe ich gerade. Wir nehmen die Vesporiden. Die werden uns hoffentlich nicht zu sehr... muss ein Zahlencode sein. Ja, okay. So. Es interessiert mich ja eh herzlich wenig, ne? Ach komm. Und wir nehmen natürlich auch die Gutscheine. Dafür haben wir sie ja, ne? 14 Vesporiden müssen wir nämlich töten. Und dafür werden wir jetzt an sich erstmal schön dieses Katana nutzen, ne? Und mal schauen, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir irgendwie, was weiß ich, in der nächsten Folge so ein Kura Lulu oder wie der da heißt, schnappen können. Aber erstmal schön was mampfen. Mit Gutschein bezahlen. Ich habe noch einen schönen Gutschein. Und zwar... Mahlzeit... Kochchefgericht. Fleischgericht. Kochchefgericht. Komm. Ja. Also Chefkoch. Zing. Voila. Nom, 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 nom. Speisen wir die Könige, ne? Nahrungsfähigkeit, okay. Ja. Ab, auf und davon. Für diese Folgen, die ich jetzt gerade mache, ne, werde ich nebenbei versuchen, extra spezielle Thumbnails zu machen, die jetzt an sich kein Ingame-Screenshot ist. Einfach, weil ich finde, das sind ja, es geht ja mehr um diese Waffen, sage ich jetzt mal, ganz doof gesagt. Und die, da, die muss, die müssen dann natürlich mit auf dieses Thumbnail drauf, ne? Und da gibt es manchmal ein bisschen zu doofe, ich sag mal, zu doofe Möglichkeiten, diese zu benutzen, die Thumbnails, die Screenshots. Ich muss mal schauen, was ich da mache. Habe ich jetzt meinen Timer eigentlich gestellt? Ja, gut. Das ist auch so ein Problem bei mir. Ich weiß immer nie, ob ich den Timer richtig eingestellt habe. Da sind sie. Das sind die netten Freunde. Na komm. Zack. Und zack.
exakt. So. Schnell mal gucken. Haben die was fallen gelassen? Ja, haben sie. Was liegt hier? Runder Kaktus, okay. Hey, da. We spawn ja welche. Zack. Und hep. Liegt hier irgendwo was? Nee, ne? Und hey, yep. Okay. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Okay. Okay. Verstehe, verstehe. Wir nehmen natürlich genug Material mit. Dass wir hier, ne? Das Gute ist, die respawnen anscheinend ziemlich gut. Na, drei noch. Komm. Keine Müdigkeit vorschätzen. Ah, anscheinend habe ich jetzt alle. Na? Nee, da kommt gerade einer an. Zack. Zack. Und schön. Vielleicht doch noch mal schauen, was bist du hier? Du bist auch so ein Jagau-Viech. Jagelau-Viech. Kestrodons. Da oben werden halt noch welche, ne? Einfach, dass wir auch mal kurz eine andere Position nehmen. Yay. So. Zack. Bisschen Kraut gesammelt. Zack, die kräutige Frucht. Hartfrucht und Felsfrucht. Frucht, Früchte. So. Hier gibt es auch noch mal ein paar Knochen. Wenn schon, denn schon, nimmt man gleich mal ein bisschen mehr mit, ne? So, jetzt machst du mal kurz hier, ne? Zing. Danke. Weiter geht's. Nicht wundern, da ist nur was gerade runtergefallen. Ich hoffe jetzt, die nerven mich hier nicht. So. Hier irgendwo müssen... Ah, da oben. Komm mal her. Zack. Hauptziel abgeschlossen. So, und genau das wollten wir ja erreichen, dass wir die Vespoid fertig haben. In dem Sinne, ne? So, jetzt schaue ich mich trotzdem noch mal ein paar Minuten, paar Sekunden hier um. Hier geht's zum Beispiel, würde es sogar runtergehen. Ganz doof. Ganz doof, ne?
Einfach mal, ne? Wenn schon, denn schon. Was ist hier denn los? Oh, noch mehr Knochen. So. Natürlich wollen wir ins Hauptquartier zurück. Da-da-da-da-da-da. Quest erfüllt. Ja. Das wäre ein geiles Thumbnail gewesen. Muss ich mal schauen. Aber erstmal schön viel looten. Ching. Schönes Ding. Schönes Ding. Bouillon. Bouillon. Fleisch. Bouillon. Bouillon. Die Spielkäfer reagieren automatisch auf Monsterspuren und andere Substanzen. Wenn du unsicher bist, folge den Spielkäfern ungewöhnliches blablabla. Okay, also wir haben die Quest dementsprechend jetzt auch fertig. Zack und zack. Schön hier ein bisschen was rein, ne? Und dann können wir mal gucken, was die Schmiede so zu dem Eisenkatana sagt. Die Schmiede, weil wir können ja auch noch da auch andere Waffen, sage ich jetzt mal, rausschmieden. So. Ja, ich weiß. Bla bla bla. So. Das Eisenkatana 1. Kann man zur Eisenkatana 2 schmieden? Dann oder zur Eisenkatana 3? Und halt, ich tippe mal Eisenkatana 4. Beziehungsweise das Eisenkatana 3 kann man, ja, hier 2, 3 und das vierte kann man in zwei verschiedene auch wieder schmieden. Das Eisenkatana 2 kann man auch in ein erster Tanz 1 aus dem Kuluyaku-Baum schmieden. Und das kann man wiederum in zwei verschiedene schmieden. Die ich halt ja noch nicht weiß, wie sie genannt werden. Ne? Deswegen Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, im Knochenbaum kann man sich den Knochenschotter 1 Schoter, ne? Schoter 1 Knochenschoter 1 herstellen. Dann daraus lässt sich der Knochenschoter 2 schmieden. Beziehungsweise dieser kann man erstmal in Knochenschoter 3 in Jiru, was? Jura Shooter 1 und in einem mir noch nicht bekannten dritten Baum, also dritte Art von Waffe schmieden. Diese kann man dann auch noch mal in Zweifel schmieden. Den Jura Shooter 1 kann man wieder in einen schmieden. Ich tippe mal Jura Shooter 2, ne? Den Knochenschoter kann man dann auch nochmal in zwei verschiedene aufteilen. Also dementsprechend haben wir das so da auch stehen. Ne? Also ich versuche auch irgendwann, ne, die ganzen notwendigen Sachen auch nach und nach hier zu schmieden. Ne? Ja. Das war's soweit mit dem Eisenkatana. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich weiß, normalerweise hätten wir noch 5 Minuten. Allerdings jetzt noch 5 Minuten rumrennen. Deswegen
Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Monster Hunter World. Also morgen sozusagen. Also tschüss, ciao, euer Lovers. Kissan.